Es gibt wieder Neuigkeiten, sogar einige Neuigkeiten. Und die offensichtlichste, die steht hier hinter mir. Ich habe eine neue Hobelmaschine. Ich weiß, ich habe euch vor einiger Zeit mal die alte Hobelmaschine, alt in Anführungszeichen, gezeigt und gesagt, dass ich mit dieser Maschine zufrieden bin. Und dass ich die auch noch länger behalten will. Und jetzt steht hier eine neue Maschine. Sieht natürlich erstmal seltsam aus, aber das hat gute Gründe. Zum einen habe ich einfach so viel vor, dass ich an meiner Effektivität arbeiten muss. Ich muss also vieles schneller erledigen, als ich das bisher getan habe. Und da soll die neue Hobelmaschine dabei helfen. Dann habe ich euch ja auch schon erzählt, dass ein Online-Shop geplant ist. Das wird dieses Jahr nicht mehr klappen. Das wird Anfang nächsten Jahres starten. Und da möchte ich eventuell auch Holz für die Online-Kurse anbieten. Das heißt, für kleinere Projekte könnt ihr einen Materialsatz bestellen. Da ist dann das passende ausgehobelte Holz dabei. So zumindest der Plan. Und das hätte einfach mit der vorherigen Hobelmaschine so nicht funktioniert. Die hat zwar gemacht, was sie soll, ganz klar. Die ist auch in gute Hände gekommen und ich bin mir sicher, dass der neue Besitzer viel Freude damit hat. Aber die hier ist einfach besser. Sie ist auch größer. Und das macht das ganze Hantieren mit Massivholz, vor allem wenn es darum geht, möglichst schnell, möglichst viel auszuhobeln, natürlich viel einfacher. Klar, eine separate Abrichte und eine separate Dickenhobelmaschine oder sogar ein Vierseiter machen das noch schneller. Aber ihr kennt ja meine Werkstatt. Das passt natürlich nicht hier rein. Und das ist das Größte, was hier noch reinpasst. Ich komme hier noch rum. Kann also hinter die Maschine gehen. Wenn die Maschine länger wäre, würde das alles nicht mehr funktionieren. Ich kann den Schiebetisch meiner Formatkreissäge noch voll nutzen und dennoch habe ich hier eine Fahreinrichtung drin, sodass ich, wenn ich längere Teile zuschneiden muss, die Maschine mal zur Seite schieben kann, ohne dass das viel Aufwand ist. Es wird zu dieser Maschine kein separates Video geben. Und zwar aus dem Grund, dass ich davon ausgehe, dass für die meisten von euch diese Maschine nicht sonderlich interessant ist. Denn wir reden hier von einem Anschaffungspreis von ja, knapp 12.000 Euro, so wie die Maschine hier steht. Und ja, die ist ganz regulär gekauft, hier steckt kein Sponsoring oder sonst was dahinter. Das geht natürlich schon so ein bisschen in Richtung professionelle Maschine, wobei ihr in großen Schreinereien ganz andere Kaliber vorfinden werdet, zumindest in einigen. Aber ich möchte euch so ein bisschen zeigen, was die Maschine kann und dann versteht ihr wahrscheinlich auch, warum ich mich für eine neue Hobelmaschine entschieden habe. Die Maschine ist auf dem aktuellen Stand der Technik, würde ich mal behaupten, und deswegen hat die auch eine Spiralmesserwelle, eine echte Spiralmesserwelle mit ziehendem Schnitt. Und das sorgt natürlich für saubere Hobelergebnisse. Ich habe auch schon mit dieser Maschine hier Probe gehobelt und das Ergebnis ist wirklich super. Da braucht man so gut wie nichts mehr zu schleifen. Praktisch ist auch das hier. Man kann diesen Schutz hier bei Bedarf einfach abklappen. Dann steht der nicht so weit raus. Der Zusatzanschlag für schmale Werkstücke ist auch schon dabei. Den gab es ja bei der anderen Maschine auch, aber der war nicht original. Den habe ich da dran gebaut. Am Anfang war ich etwas skeptisch, was den Fügeanschlag betrifft. Der ist hier am hinteren Tischende geführt mit dieser Rundwelle. Das gibt es auch von anderen Herstellern und das ist nicht immer so stabil. Aber hier muss ich sagen, ist das wirklich stabil. Natürlich gibt der irgendwann ein bisschen nach, wenn man hier zu viel Druck ausübt. Aber das funktioniert, würde ich mal sagen. Da habe ich schon wirklich Schlimmeres gesehen. Der Tisch wird als Ganzes hochgeklappt. Und zum dicken Hobeln wird die Haube umgeklappt. Dadurch, dass die Maschine größer ist, ist das Handling mit dem Schlauch etwas umständlicher, aber noch soweit okay. Und was mir persönlich unheimlich wichtig war, ist das hier. Eine elektrische Höhenverstellung. Und das geht Zehntel millimeterweise. Wenn der Tisch geklemmt wird, dann leuchtet das hier rot und man kann den Tisch nicht mehr verstellen. Finde ich auch sehr praktisch. Die Maschine hat zwei Vorschubgeschwindigkeiten, die kann man hier einstellen. Einmal 6 Meter, einmal 12 Meter. Auch das finde ich sehr gut. Dann kann man empfindliche Hölzer einfach langsamer hobeln. Ich habe auch eine Tischverlängerung für den dicken Tisch. Eine, das reicht mir aus. Die bleibt auch immer montiert, die muss nicht runter.
Und das hat wirklich Vorteile beim Hobeln von kleinen Werkstücken, also nicht bei langen Werkstücken, sondern für kleine Werkstücke. Die fallen dann einfach nicht hier runter, wenn man alleine arbeitet. Und alle diese Ausstattungsmerkmale waren mir eben sehr wichtig und die findet man in der Kombination bei den kleineren Maschinen nicht. Deswegen ist die Maschine größer. Im Prinzip hätte mir eine Maschine mit 30 cm Hobelbreite gereicht. Jetzt habe ich eben eine mit 40 cm. Dadurch sind die Tische auch länger. Das kommt mir natürlich zu Pass, aber ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Von der Größe her hat mir die andere Maschine immer gereicht. Aber wie gesagt, alle diese Ausstattungsmerkmale, die mir wichtig waren, gibt es eben erst ab dieser Maschinengröße. Die Absaugung ist immer noch die gleiche, das reicht auch aus. Wenn man mal wirklich 40 cm auf einmal hobeln will und dabei viel Spanabnahme hat, dann könnte es natürlich eng werden oder man macht einfach weniger Spanabnahme. Soviel also zur neuen Hobelmaschine. Ihr habt sie jetzt also gesehen, ihr wisst, warum ich die gekauft habe und ich denke, das reicht auch aus. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich stellen, aber ansonsten wird es, wie gesagt, kein separates Video extra zu dieser Maschine geben. Die wird natürlich in den kommenden Videos immer mal wieder auftauchen, wenn irgendwie gehobelt wird, ganz klar. An der Formatkreissäge ist auch noch was umgebaut worden, da ist jetzt ein anderes Anschlagsystem drauf. Das dürfte identisch sein mit dem, was Felder normalerweise hat, bei den Feldermaschinen, das hier ist ja eine Hammer. Und das ist jetzt die Variante mit der Stahlwelle. Ich hatte ja vorher die Aluwelle drauf. Die Skala ist jetzt hier oben, finde ich ein bisschen praktischer. Und vor allem hat dieser Anschlag theoretisch eine Feineinstellung. Praktisch ist es allerdings so, dass man die separat bestellen muss. Und das habe ich eben versäumt. Deswegen fehlt die hier noch, wird aber nachgeliefert. Die wird, denke ich, einfach nur angeschraubt. Das sollte kein Problem sein. Die Klemmung ist hier wesentlich eleganter gelöst. Ich verspreche mir hier, sobald die Feineinstellung montiert ist, auch ein einfacheres Arbeiten, wenn es darum geht, die Breite von irgendwelchen Werkstücken ganz genau einzustellen. Ja, natürlich ging es auch im Online-Kurs weiter. Und womit? Das seht ihr hier. Das sind die neuen Schränke für die Werkstatt. Der ein oder andere mag das vielleicht übertrieben finden, solche doch relativ hochwertigen Schränke in die Werkstatt zu stellen. Aber ich habe hier auch die Gelegenheit genutzt und mal ein paar Dinge nochmal aufgegriffen, die im Küchenbaukurs oder in den Küchenbaukursen ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und da werde ich auch weiter noch ein paar Sachen zeigen, die vielleicht im Küchenkurs nicht untergegangen sind, aber zu wenig Beachtung fanden. Beispielsweise, wie man bei solchen Schränken, was ja nichts anderes ist wie der Unterbau einer Küche, einen Sockel gescheit dran macht, wie man eine Wandverkleidung hinten dran macht. Alles das kann ich hier nochmal zeigen und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass diese Schränke vielleicht ein bisschen übertrieben für die Werkstatt sind. Und die sollen jetzt demnächst schon hier hingebaut werden, mit einer Arbeitsplatte drauf und dann kann ich die schon mal einräumen, was mir natürlich wieder Platz verschafft, denn ich brauche in Zukunft einfach auch mehr Platz im Lager für die Teile, die ich ja im nächsten Jahr im Onlineshop verkaufen will. Und dazu sollen vielleicht sogar die Teile hier gehören. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video zur Muffel LO55, wo ich so ein bisschen die Frage in den Raum geworfen habe, warum bringt Muffel ein Lochreihensystem raus, aber keine Parallelanschläge für die Führungsschiene, damit man das wirklich wiederholgenau machen kann. Und ja, da habe ich mich hingesetzt und meine eigenen Parallelanschläge praktisch entworfen, so wie ich mir das vorstellen würde. Und das hier ist dabei rausgekommen. Das ist jetzt die Variante, die soweit für mich gut funktioniert, für die Schienen von Bosch und Muffel. Ich werde wahrscheinlich auch noch eine Variante für die Festool-Schienen machen. Da muss ich mir aber erstmal noch eine Festool-Schiene bestellen. Und dann muss ich ja nur noch diese Endstücke hier modifizieren, damit das auf die Schienen drauf passt. Der Rest kann ja bleiben. Und hier waren mir einige Dinge wichtig, die ich dann auch habe einfließen lassen. Zum einen sollte das einstellbar sein, denn auch in diesen Aluprofilen hier gibt es immer mal wieder Toleranzen. Und ich finde, solche Anschläge sollten satt auf der Schiene drauf sitzen. Das tun sie jetzt. Das kann man also, wie gesagt, einstellen. So wie man das haben möchte. Etwas fester, etwas lockerer, ganz egal. Und ich wollte T-Nut-Schienen haben, keine Rundstäbe. Hier soll sich nichts verdrehen. Das soll einfach alles simpel und schnell einstellbar sein. Und dadurch, dass man das hier schnell abnehmen kann, ist es auch kein Problem, längere T-Nut-Schienen einzusetzen. Das hier wären jetzt die kurzen, beispielsweise für Lochreihen. Da wären 80 cm lange Schienen sehr hinderlich. Und hier ist es jetzt so, dass das Maß von der Gummilippe aus eingestellt wird.
Die Sägeblattbreite lässt sich durch diese Hülsen hier kompensieren. Die werden noch in einer anderen Farbe gedruckt, damit das offensichtlicher ist, ob die drauf sitzt oder eben nicht. Und dann kann man eben entscheiden, auf welcher Seite vom Sägeblatt ist jetzt eigentlich mein Maß. Ich habe auch probiert, eine Lösung zu finden, bei der man diese Endstücke hier umdrehen kann, sodass man sowohl von der Gummilippe aus messen kann oder einstellen kann, als auch von der anderen Seite. Bei den Bosch Muffelschienen finde ich das nicht ganz so gut, da dieses Profil hier ja doch sehr schmal ist. Das funktioniert ja auch, aber eben genau für diesen Zweck hier wäre vielleicht die Festool-Schiene besser, aber ich habe da doch eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich einfach andere Endstücke gedruckt, die dann ausgetauscht werden. Also wenn ihr dann von dieser Seite aus schneidet, nehmt ihr diese Endstücke. Wollt ihr von vorne aus arbeiten, beispielsweise beim Loch reinbohren, dann nehmt ihr diese Endstücke. Ich muss also hier keine Kompromisse eingehen, was die Stabilität und was die Auflagefläche hier angeht, sondern ich habe eben diese beiden Teile gemacht. Wie das genau bei der Festool-Schiene aussieht, muss ich mir auch noch anschauen. Die ersten Testschnitte und Bohrungen habe ich damit gemacht und das funktioniert wirklich gut. Zumindest meiner Meinung nach funktioniert das gut. Aber ich bin mit der Druckqualität noch nicht ganz zufrieden. Und sowieso, wenn ich sowas nächstes Jahr anbieten möchte zum Verkauf, dann reicht natürlich auch ein 3D-Drucker wahrscheinlich nicht aus. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, noch einen weiteren 3D-Drucker zu kaufen. Und ich werde mir jetzt einen Brusa MK4 komplett mit Einhausung in den nächsten Tagen bestellen und hoffe damit einfach besser drucken zu können, einfacher drucken zu können und in einer besseren Oberflächenqualität. Von der Passgenauigkeit und so bin ich hier zufrieden. Es geht mir in erster Linie darum, noch einen Drucker zu haben, der bessere Ergebnisse liefert, reproduzierbar bessere Ergebnisse und eben eine bessere Oberfläche. Und ich denke, das sollte mit dem Brusa-Drucker soweit funktionieren. Ja, da stand natürlich noch das Thema CNC-Fräse irgendwie im Raum. Aber ihr seht ja, was hier im Moment alles los ist, um was ich mich alles kümmern muss. Und das ist ja nur das, was vor der Kamera praktisch passiert. Da passiert ja noch ganz viel hinter der Kamera. Und deswegen habe ich das Thema CNC erstmal ein paar Monate nach hinten geschoben. Da halte ich euch aber natürlich auf dem Laufenden, sobald es da was Neues gibt. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.